dann möchte ich gerne fragen, wer ist von der kooperativen Mittelschule hier? Hausstraße von der KWS. Und danke, dass Sie sich setzen. Und vom Bundesgymnasium in der Klostergasse. Ihr seht also, es ist eine gemischte Gruppe. Ich darf Sie herzlich begrüßen, meine Damen und Herren, hier in unserem Studio bei unserer beliebten Wissenschaftszentrum Sparkling Science. Als Team spielen wir alle gemeinsam am Beginn blub, 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 weil die Sendung heißt der Sparkling Science. Also ich begrüße Sie bei Sparkling Science. Blub, 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 blub. Danke, ein wunderbarer Klingel. Ich bin der Moderator dieser kurzweiligen Wissenschaftssendung und habe gehört, da gibt es also so ein komisches Projekt. Ich habe den Titel gelesen, der klingt total kompliziert. Das ist zwar in viele Sprachen übersetzt, aber nicht alle davon verstehen. Ich habe mir gedacht, ich frage mal diese charmanten Personen hier, die schauen so aus, als würden sie sich auskennen in diesem Projekt. Ja, Sie schauen gleich so verlegen, darf ich Sie? Sie sind ja Professor an einer Universität. Was ist denn das für ein Projekt? Ist das was Kompliziertes? Naja, das Projekt ist ja ganz anders als normale Projekte oder das, was ich normalerweise mache. Wenn wir da reingegangen sind, haben wir ja gesehen, da ist eine Bibliothek, da gibt es wahnsinnig viele Bücher und das ist normalerweise das, womit ich mich beschäftige, womit wir uns auf der Uni beschäftigen. Bücher lesen also. Ja, Bücher lesen, die gescheiter werden, dann schreiben, dann lesen das andere Leute, dann sagen andere Leute, das ist interessant, was ich geschrieben habe. Und Sie finden das auch interessant. Ist halt Teil meines Lebens. Ja, da kann ich spannend. Ja. Ja, und in diesem Projekt jetzt? Ja, das Spannende ist zum Beispiel in diesem Projekt, dass ich selber was dazulernen kann, indem ich mit anderen Leuten arbeite und schaue, wie leben denn Jugendliche in dieser Stadt? Wie leben Jugendliche? Ja. Interessant. Was sind interessant? Was tun sie? Wie bewegen Sie sich in der Stadt? Wie nutzen Sie das Internet? Welche Freunde haben Sie? Was machen Ihre Eltern? Und welche Berufswünsche haben Sie selber? Dankeschön, Herr Professor. Jetzt kann ich mir ein bisschen was vorstellen. Das klingt ja schon ein bisschen konkreter. Frau Simone, Frau Sager, Sie sind angestellt, ich glaube, als wissenschaftliche Mitarbeiterin einer wissenschaftlichen Institution. Das klingt so hochtrabend. Ich meine, der Herr Professor hat vorhin kurz skizziert, worum es geht. Ist das auch Ihre Sicht der Dinge? Ja, natürlich, aber wir wollen ja immer mehr. Das ist uns ja nicht genug. Wir Sie müssen sind ja so unbescheiden. Total unbescheiden, total unbescheiden. Nein, aber es reicht ja nicht herauszufinden, was die Leute so tun. Denn das Wichtige ist ja zu wissen, warum tun sie das? Wir müssen die Hintergründe erforschen. Das heißt, warum gehen junge Leute dorthin? Warum machen sie das? Warum geht es woanders nicht hin? Sind Sie so eine Art Detektivin? Amengel, gell? Das ist so die kleine Leidenschaft am Rande. Aber nein, eigentlich sind wir nicht ganz die Detektive, weil der Unterschied ist, wir ermitteln ja nicht verdeckt, sondern wir ermitteln ja mit den jungen Leuten. Das heißt, wir arbeiten mit ihnen zusammen, wir stellen die Fragen gemeinsam und wir lesen manchmal auch das eine oder andere Buch gemeinsam. Also alle werden Detektive bei Ihnen. Alle werden Detektive bei Ihnen. Interessant, Dankeschön. Und Sie sind die dritte Mitarbeiterin hier. Die beiden Kollegen haben jetzt schon ein bisschen etwas gesagt. Ich glaube, da gibt es nichts mehr zu ergänzen, oder? Oh, da liegt es mir wieder mal ganz falsch, Herr Moderator. Da gibt es noch einiges zu ergänzen, vor allem unser drittes Ziel. Und zwar, jetzt wissen wir so ungefähr, oder wir wollen wissen, was die jungen Leute so tun. Und wir wollen auch wissen, warum sie das tun. Aber das ist noch nicht genug. Wir wollen nämlich auch, dass man mit diesem Wissen dann was anfängt. Dass man mit diesem Wissen dann auch verwenden kann. Also so zum Verwenden, so Kochlöffelwissen, dass man kochen kann sozusagen, kann man sich das so vorstellen? Genau, also wenn man jetzt dann besser weiß, warum man sich zum Beispiel im Park wohlfühlt oder unwohl fühlt oder warum man dorthin geht oder dorthin nicht geht, dann kann man auch lernen, damit besser umzugehen. Ah, sehr interessant. Also Sie haben da durchaus sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Herr Lobi, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann geht es darum, mitzubekommen, was denn die jungen Menschen machen, wie sie sich im Internet bewegen, was sie da interessieren. Frau Haber sagt, Sie haben gesagt, Sie wollen verstehen, warum Sie das machen. Und Frau Grosser, Sie haben gemeint, es geht auch darum, dann etwas damit zu machen und zu handeln, etwas zu tun. Ja, das beeindruckt mich sehr, dass Sie da so verschiedene Ziele haben.
Ist das üblich in der Forschung? Ambitioniert ist, ja. Wenn man viel will. Das freut mich, ja. Wir wollen natürlich sehr viel, aber die Zeit für diese Wissenschaftssendung ist jetzt leider sehr knapp. Sie wissen, in den Medien ist das immer nur auf 3 Minuten beschränkt, was man erfährt. Wir danken Ihnen sehr und ersuchen Sie wieder um unsere Jingle für Sparkling Science. Menschen. Genau, immer gibt es eine Verbindung zu anderen Menschen.